Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Heute geht es wieder ums Thema Wasser. Ja, selbstverständlich reden wir über das Wasser, weil es ist einfach eines der wichtigsten Gesundheitspräventionsmaßnahmen, die wir betreiben können. Und hier möchten wir einfach ein bisschen Klarheit, Weisheit, Wahrheiten, Sichtweisen vermitteln. Und dazu habe ich Deutschlands bekanntesten Wasserexperte wieder einladen dürfen, nämlich der Erich Meidert. Er ist heute wieder da. Willkommen, lieber Erich. Habe die Ehre. Grüß dich Gott. Servus. Schön, dass du da bist. Auf geht's beim Schichtel. Ja, jetzt beim Wichteln. Schichtel. Ach, Schichtel. Beim Schichtel. Okay. Nicht Wichteln, das ist Weihnachten. Auf geht's, wie das Oktoberfest. Ja. Heißt es. Ach so, okay. Gut, wir legen los. Ja. Du hast eine Folie mitgebracht, die zeigen wir Ihnen jetzt auch wieder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben, wie Sie da sehen, ganz, ganz viele Altlasten, natürlich aus der Vergangenheit in der Erde, aber nicht nur aus der Vergangenheit, sondern wir konzentrieren uns jetzt mal auf den moderneren Bereich drin. Hier geht es nämlich darum, um Reinigungsmittel, Mikroplastik, bis hin zur Kosmetik. Und hier hinten stehen auch Werte, 630.000 Tonnen Chemikalien durch Wäsche und Reinigungsmittel, Mikroplastik und über 10.500 Tonnen an Körperpflegekosmetik, die wir jährlich konsumieren. Ja. Das ist nur Deutschland. Ja, nur Deutschland. Mhm. Umweltbundesamt ist und es. Und dieses Zeug, was wir da nehmen, auf die Haut schmieren oder ins Waschmittelbecken geben und zur Kläranlage abführen. Ja. Wird ja vollständig von den Kläranlagen entfernt. Ah, du hast gerade von Weihnachten gesprochen, oder? ja, ich bin am Wichteln. Wichteln, genau. Also, das ist ein Märchen. Das ist nicht. Das und dann haben wir noch 90.000 Medikamente ohne Umweltverträglichkeitsprüfung auch für den Abschluss, weil die Damen also, da kriege ich doch einen dicken Hals. Überall gibt es hohe Auflagen, aber wenn du jetzt gerade wieder sagst, 90.000 Medikamente ohne Umweltverträglichkeit, es geht in die Umwelt, warum interessiert das niemand? Gut, die Antwort ist schon gegeben. Ja. Wer bestimmt unser Spiel? Der Horst Seehofer hat es doch immer gesagt. Die Horst Seehofer, das ist jetzt gewiss kein alternativer Verschwörungsschwurbler, der hat ja gesagt, diejenigen, die nichts zu sagen haben, diejenigen, die nicht gewählt sind, die machen die Gesetze und diejenigen, die Gesetze machen, die haben nichts zu sagen. Also diejenigen, die das Sagen haben, die werden nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu sagen. Also du musst halt anschauen, die Werbung, wer bezahlt es. Schau mal, einfach, deutsches Fernsehen, ARD, Tagesschau und heute, die meistgesehenen Sendungen. Und dann habe ich habe mich mal hingeguckt abends und habe mitgezählt, wie viele Werbeeinblendungen, es waren 13 und es waren sechs Stück, fragen Sie nicht Ihren Arzt oder Apotheker. Oder heute so, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Mhm. Also sechs, zum Beispiel Schlafmittel oder dass du sagst, das und das sollst du nehmen oder die und die Salbe, die du auch wieder im Grundwasser findest, Schmerzmittel zum Beispiel. Heißt immer, fragen Sie Ihren Arzt oder zu Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Bei mir heißt es, frage ja nicht den Arzt oder Apotheker, was ich dir erzähle. Also das ist so. Und du hast ja recht, ich meine, die ganzen Kosmetika etc. oder Rasierschaum und sowas, das sind ja alles Mikroplastik und das geht halt alles in die Umwelt rein. Und darum hat die Uni Bayreuth. Mikroplastik wird in der Kläranlage nicht rausgefiltert. Nein, um Gottes Willen. Das heißt, es ist ein Kreislauf, wo es immer wieder zu uns kommt und wir trinken es wieder, scheiden es aus. Das Klärschlamm, das bleibt drin im Klärschlamm und über den Klärschlamm kommt es auch wieder zurück und das Mikroplastik sowieso. Es wird also wir kontaminieren eigentlich immer mehr in unserem Körper drin mit solchem Mist. Es gibt, ja natürlich, und es gibt ja ganz viele Wasserfilteranlagen mit Mikroplastik nicht. Ich muss ja noch erzählen, das ist die Wahrheit. Ich habe einen Versuch gemacht mit unserer Umkehrosmoseanlage. Wie viel Mikroplastik bringen wir raus? Nach einem Jahr war das Ergebnis super. Ich glaube 99,85% auf ein Mikrometer und die Rückhalterate war fantastisch. Und dann habe ich gesagt, toll, ich habe es auf die Homepage. Dann sagt er, nein, mein Freund, darfst du nicht machen, weil verboten. Sag was? Ich, wieso? Aber ja. Du hast es ja, brauchst du einen Laborstempel, oder? Ich habe ein Labor und da wollte ich einen Laborstempel haben, aber Nummer eins, er sagt, ich kriege den Stempel nur, wenn jemand Fremdes bestellen kann oder sie kommen zu mir in meine Firma und nehmen aus meinen 100 Anlagen die und die raus und die probieren sie und die zertifizieren sie und jedes Jahr kostet das viele tausend Euro. Und dann habe ich gesagt, wieso? Dann habe ich gesagt, weil zu uns kommen so viele getürkte Filter, werden zugeschickt, dann testieren wir das und in Wahrheit stimmt es halt nicht. Ah, und drum.
Das ist so. Okay. Ich habe halt, ich habe dann das nicht gemacht, weil ich mein Geld für zellbiologische Studien ausgebe, aber das ist die Realität. Aber natürlich Medikamentenrückstände und so wird dann nicht rausgefiltert. Mikroplastik überhaupt nicht. Das geht schwupps. Ja, woher kommt's denn im Ganzen, die ganzen Fische? Was ist denn da drin? Also in Schweizer Bergseen sind alle verweiblicht. Da habe ich mal im Fischereiverband gelesen, einen Artikel in der Schweizer Zeitung. Da stand drin, jedem Frühling, wir müssen die Fischereiverbände Fische aussetzen, die aber dann bis zum Herbst wieder verweiblicht sind. Ja. Das ist eine tragische Geschichte. Ja? Aber bei unseren Bergseen ist ja alles in die Welt in Ordnung. Heißt das so schön. Aber nochmals zu diesem Mikroplastik. Wenn es ja immer stärker in uns angereichert wird, dann hat ja das auch in unserem Organismus vermutlich hormonelle Reaktionen zufolge. Nicht nur hormonell, gesamt. Schau her. Da ist die Zelle A, da ist die Zelle B, dazwischen ist das Bindegewebe und dann kommt da von der Seite kommt das Blut vorbei und es muss sich versorgen. Und wenn ich da natürlich jetzt Mikroplastik habe, dann glaubt man, das auch schon Teil Sauerstoff, nimmt man schon einen Teil von den Nährstoffen weg und nur noch wenig kommt in die Zelle an. So kann man sich das vorstellen. Und die Lymphe sind natürlich voll mit Arbeit von dem ganzen Müll, der dann angeliefert wird. Aber das Wichtige ist, dass die Zelle wenig Nährstoffe bekommt, schlechte Zellversorgung, schlechte Zellkommunikation. Mhm. Du in Not, ich in Not, dann rede ich nicht viel mit dir, weil ich kämpfe ums Überleben. Mhm. Aber nicht jede Zelle stirbt friedlich. Aber jetzt hat ja der Staat die weltweit angefangen, die Verantwortung zur Gesundheit von uns Menschen zu übernehmen. Im Bereich der Bekämpfung von Corona zeigt ja ganz klar, dass der Staat sich um unsere Gesundheit sorgt. Jetzt frage ich mich, was sagt er dann im Bereich des Mikroplastiks? Naja, also das... Nix? Da bin ich jetzt sprachlos. Der Staat sorgt sich um unsere Gesundheit. Dann sollte er sich mal um Wasser kümmern, um diese Dinge. Also das ist ja es gibt ja jetzt keine Grippe mehr. Das hat der Staat erreicht. Also ich weiß nur, dass es jetzt keine Grippe mehr gibt und dass es ganz toll ist. Also alles andere wissen wir ja noch nicht recht. Also wenn der Staat sich um Gesundheit sorgt, dann geht es einmal darum, zu den Leuten zu sagen, liebe Leute, es waren wir nicht. Das waren die Leute um 1920, 50, 80, da gab es noch kein Umweltbewusstsein. Erst 1999 gab es mal zum ersten Mal so ein Umweltinstitut. Aber bis dahin hat man 150 Jahre alles, was über war, rein. Vergraben. Ja, schau mal, der Schweizer braucht zum Beispiel im Jahr... Wobei, so ganz unverantwortlich möchte ich jetzt nicht sagen, sind alles nur die Alten schuld, wenn ich jetzt sehe, was wir heute an Waschmittel nehmen und dann Kosmetikas nehmen. Ja, und das größte Verderben ist ja Wasser sparen. Ah, wir müssen Wasser sparen. Ja, woher kommt denn dieses Märchen? Als ob wir Wasser kaputt machen könnten, also ich wüsste nicht wie. Nee, aber das Wasser sparen, wir haben einen Schwemmkanal. Und der Schwemmkanal muss geschwemmt werden. Oh, wie Schwamm auf Bayerisch. Das Wort ist so schön. Der Schwemmkanal. Und jetzt haben wir diesen Wahnsinn mit Wassersparen, weil halt der Mensch denkt, ja, sparsam umgehen mit der Umwelt. Du hast ein Spülmaschinen-Sparprogramm, du hast ein Waschmaschinen-Sparprogramm und ein Toiletten-Sparprogramm. Und du hast im Jahr, im Tag 120 Liter statistischen Verbrauch pro Person, pro Mensch. Du hast umgerechnet im Jahr ca. 44 Kubikmeter Wasser braucht der Mensch. Und dann bringen wir diese ganze konzentrierte Plörre und Brühe, die liefern wir dem Wasserwerk. Plus einige Beigaben auch noch. Und durch diese Wassersparprogramme schaffen es die Klärwerke nicht mehr. Also wo ist Ursache, wo ist Wirkung? Und zu hohe Sättigungsgehalt von belastenden Stoffen. Ja. Und zu wenig verwässert. Popperi, den Mix. Und wie gesagt, Professor Daschner sagt, das ist ein Umsteigebahnhof. Aber jetzt hast du mich vorhin ganz sprachlos gemacht, mit dieser, die Regierung sagt sich für unsere Gesundheit. Das war sehr sarkastisch. Ja, ja, weil diese 40% mehr Pestizide zugelassen, das hat mit der Gesundheit so viel zu tun wie eine Kuh mit einem Tanzkurs. Also das haben wir nicht. Das ist so. Und was wir da jetzt noch haben an Körperpflegeprodukten, ich meine, es ist ja nicht nur, dass wir die Umwelt schädigen, wir schädigen ja uns ja auch. Weißt du noch, diese ganzen, da waren vor ein paar Jahren die ganzen Dokumente, die Damen schmieren sich immer ein oder mit Sonnenöl, Schutzfaktor 50. Aber natürlich, das größte Organ ist die Haut, die müsste ja schwitzen. Wir müssen ja irgendwo die Stoffwechselendprodukte, in der Sekunde haben wir ja 10 Millionen Zellen, die kommen und gehen, also wir müssen raus, wir müssen schwitzen. Es geht nur über Wasser. Aber jetzt kleistern wir uns zu,
siehst du oft bei manchen Damen, wenn die, ich hatte mal ein Erlebnis, eine der schönsten Frauen dieser Welt, so wurde sie per Zeichen oder wurde sie dekoriert oder Dings. Und dann habe ich die in der Früh um 9 Uhr gesehen, frisch geduscht und habe gedacht, schönes Mädel. 2 Stunden später kommt sie aus dem Dings raus, dann habe ich gesagt, ist da noch jemand drin gewesen? Das war andere. Ja. So zugegleistert. Ja. Und damit schädigen wir uns ja auch massiv mit diesen ganzen Pflegemitteln, Pflegeprodukten. Mhm. Und das ist ja auch ein Irrglaube. Also nicht nur die Umwelt schädigen wir sie, sondern auch unsere Welt schädigen wir, indem wir unseren Körper zugleistern und das natürliche Schwitzen immer verhindern. Mhm. Jeder weiß über die Deodoranz. Heute weiß man es, ja. Ja, Mann, aber die große Bevölkerung, dann schau mal rein. Ich meine, bitte, ich glaube, ich war in meinem Leben erst 5-mal beim DM. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich da tun sollte, aber trotzdem habe ich jetzt mal reingeschaut und sage, es gibt's ja nicht. Was es alles gibt. Und das sind aber Märkte, die Millionen, Abermillionen umsetzen. Und das geht alles in die Umwelt. Wie soll es denn sonst sein? Einmal geht es im Körper, wo es sich zupappt, zuklebt und dann geht es zum Duschen, dann geht es über die Dusche wieder runter und dann geht es in die Umwelt rein. Und dann nimmst du deine Tabletten, dann nimmst du doch dies und jenes und die Haare waschen und rasieren mit Feinschaum, PFC, PFOA. Das ist einfach die Wahrheit über unsere Nassrasiererei. Und dann hast du natürlich, jetzt fällt mir ein Löschschaum zum Beispiel. Die ganzen Militärstandorte, Ingolstadt, überall. Das Wasser ist so kontaminiert, dass du das nicht mehr trinken darfst von dem ganzen Löschschaum, weil das ja PFC, PFOA und sowas hat. Irre. Ja, nun, schauen wir jetzt mal nach vorne. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, die jetzt einfach sagen, ja, wir müssen was tun und vielleicht muss ich zuerst vor meiner eigenen Türe kehren, ja, um hier was zu ändern. Also das Wasser zu trinken, ein sauberes Wasser zu kriegen, das ist das Leichteste. Es gibt Umkehrosmose-Geräte, die das sauber machen. Aber mich interessiert jetzt auch noch, wenn ich da auf diese Folie gehe, ja, was für Waschmittel soll ich denn nehmen? Dann auch gibt's fette Öle, solche Sachen haben wir auch noch drin im Dings. Aber es gibt ja auch die Waschbälle, es gibt ja auch biologische Mittel, also da gibt es schon, es gibt noch diese Mainstream-Geschichten. Es ist halt die Summe der Kleinigkeiten. Mhm. Und ich bin halt ein Freund davon, dass ich sage, lass halt die Haut atmen, lass sie in Ruhe. Auch deine Meinung. Vielleicht mache ich schnell einen Aufruf an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Genau solche Themen, die jetzt eigentlich das angesprochene Thema verkomplettisieren, das sind Themen, die ich gerne hier dokumentieren will. Also wenn jemand zu Hause ein Waschmittel hat, das wirklich biologisch ist, umweltverträglich und selber nicht schadet, dann sollte man das auch bei uns im Fernsehen bitte dokumentieren. Und das geht auch weiter über die Kosmetikas, über, was braucht es noch alles? Deos, ja. Duftstoffe. Ja, warum musst du so stinken? Also Duftstoffe. Es geht ja auch weiter über das Haarewaschen. Ich habe früher jeden Tag die Haare gewaschen. Jetzt dusche mich auch jeden Tag, aber warum brauche ich eigentlich sowas? Ich stinke nicht. Also ich wasche mal meine Haare jeden zweiten Tag jetzt, aber auch nicht mehr so viel natürlich, wie du das früher hast. Also man kann da durchaus wenig was machen. Also geht halt quer durch, aber es ist ein Milliardengeschäft. Und wenn man schaut, wie man sich pudert und die Hände cremt man sich ein und die Füße und den ganzen Körper cremt man sich ein, aber er kann schlechter atmen dadurch. Das heißt, in meinen Augen schädige ich mich dadurch, dass ich mir wirklich die ganzen Lotions drauf und die ziehen ja auch ein. Und dann sollte halt mal irgendjemand zu lesen beginnen und auf der Rückseite lesen, was da alles so drin ist. An Teerölen, was ja eigentlich nur alles verpappt. Auch da gibt's Sendungen und Bücher drüber. Jeder hat die Chance, das zu lesen. Aber wer liest, ist klar im Vorteil in dem Fall. Das muss ich sagen. Und das geht halt alles geht in die Klärwerke. Und so hast du hier, weil wir diese ganze Folie gemacht haben, siehst du hier, der private Verbrauch kannst du reduzieren. Du kannst deinen Müll auch reduzieren. Oh, weißt du, was ich da noch sehe? Ja. 110.000 Tonnen Feinstaub durch Reifenabrieb. Ja, ja, klar. Heftig, hä? Ja, aber schau mal an den Autobahnen an. Ich meine, da ist alles schwarz, aber 110.000 Tonnen, das kommt nicht von mir. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Es macht halt nicht. Und man darf nicht sagen, das ist heute, sondern es ist ja seit x Jahren passiert, das Ganze. Mhm. Und das geht halt alles in den Boden rein. Dann schaust du eben diese Salzerei an im Sommer.
Also jetzt im Winter, wenn der Schnee fällt, dann ist Salz, es läuft halt alles rein. Ja, da habe ich auch schon lange gefragt, was passiert da? Ich meine, das geht ja, dieses Wasser, dieses Salz, geht durch alle und das macht doch unseren Boden kaputt, also das Wasser kaputt. Das macht ihn kaputt. Also ich meine, wir pumpen ja aus dem Grundwasser wieder das Wasser wieder raus, vermischen es teilweise mit dem Quellwasser. Ja, was ist jetzt ein Quellwasser heutzutage? Das muss man auch wieder sagen. Es ist halt oft ein Verschnitt. So, wir haben zum Beispiel in Gendorf im Landkreis Altötting, da hatten wir 2006 Greenpeace im Einsatz, weil das so eine Firma da ist, ein Weltkonzern, die so Teflonpfannen herstellt. Und vor allem wichtig, was ich da noch vergessen habe, ist die Sportkleidung. Ist ja auch ganz, da hast du das Mikroplastik davon. Da muss man lesen, was in diesen ganzen modernen synthetischen Stoffen drinnen ist, die atmungsaktiv sind, aber das ist reine Chemie. Also da tolle Werbung dahinter, wie gesund das alles ist, aber wenn du es mehr als 40 Sekunden auf der Haut hast, dann gibt es bereits Reaktionen, oder? Und ja, wenn du es wäscht, dann hast du den Abrieb, dann hast du das, dann vergilbt das irgendwann mal. Auch das ist wirklich ein eigenes, sehr, sehr trauriges Kapitel und vor allem, wie gesagt, diese ganzen, was wir jeden Tag so hernehmen an Körperpflegeprodukten. Also ich finde, ein Pflegeprodukt ist eine gute Dusche, sauberes Wasser und Wasserverschwendung. Und das ist ja wieder das Thema. Wasserverschwendung ist, ich habe einen guten Satz mal gelesen. Bei uns, in unseren Regionen, Wasser zu sparen, das ist genauso, wie wenn du in Südeuropa, sagen wir mal in Spanien, in Sevilla, das Rollo runterlässt, nur weil es in Norwegen keine Sonne hat. Also Wasser sparen hier ist eine Umweltsünde, weil der Schwemmkanal wird ja immer, darum werden die Abwassergebühren immer teurer, weil wir haben so eine konzentrierte Brühe, die wir hier anliefern. Und da gibt es auch definitiv in der ARD, in NDR hat einen sehr guten Film gebracht, das heißt Wasserverschwendung ist das neue Normal. Das wäre also normal abgesagt. Ich rede vom kalten Wasser, weil wir natürlich durch den Schwemmkanal einfach dazu gezwungen sind, alle Hydranten zu spülen, dass wir das Abwasser so viel Frischwasser beigeben, dass dann Ende eh wieder wurscht ist. Aber das ist mir neu. Ja, verstehe ich völlig. Ganz anderen Ansatz. Ich habe immer anderen gesagt, man kann ja Wasser gar nicht kaputt machen. Warum soll ich sparen? Ich muss es zahlen. Ja. Ich meine, es ist ja nur die ganze 24 Stunden lang die Wassertoilette, Spüle laufen lassen. Dann hole ich das Wasser, es geht wieder zurück zur Kläranlage, ich zahle es und es kommt wieder. Ich mache es ja nicht kaputt. Ja, es geht halt nur über die Verdunstung kommt ja das gute Wasser zu uns. Und da ist ja das Geoengineering jetzt im Moment auch wieder so ein Thema, wo wir ja wissen, dass es Geoengineering gibt. Das ist jetzt die offizielle Version. Also da sind wir schon dabei. Wir machen uns, weil du anfangs gesagt hast, unsere Regierung sorgt dafür, dass wir irgendwie so um die Gesundheit sind. Ja, ich wollte jetzt auch sarkastisch in das Thema reinsteigen. Ja, das war schon tiefsteigend. War schon Grube. Schön reingefallen. Aber nochmal, Wasser sparen. Wenn ich Wasser sparen will, dann kaufe ich mir ein T-Shirt weniger für 5 Euro, weil damit spare ich 10.000 Liter Wasser. Ich trinke eine Tasse Kaffee weniger, das spart mir 130 Liter in der Umweltbilanz, und zwar da, wo das Wasser wirklich gebraucht wird. Nochmal, in Spanien hast du Wassernot, in gewissen Gebieten, wo die Tomaten angebaut werden, die Golfplätze sind, aber hier in Deutschland, ja, Österreich, klar. Schweiz, natürlich. Ist das nicht das Thema. Ja. Da unten, da könnte man natürlich Wasseranlagen bauen, etc. Dort habe ich mal einfach gelesen, zum Beispiel in Spanien, weißt du, wenn du eine Tomate tränkst und die Tomate dann exportierst du auch das Wasser aus dem Kreislauf raus in einen neuen Kreislauf. Ja. Und somit ist das mit diesem Wasserhaushalt so immer wieder ein Kreislauf, der eigentlich für sich laufen sollte. Ja. Wie viel Wasser sparen wir, wenn wir ein Kilo weniger Fleisch essen im Jahr? 10.000 Kilo. Oder 10.000 Liter. 10.000 Liter. 10.000 Liter sind das. Aha. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Das heißt nichts, dass man nicht das Fleisch essen sollte, aber es geht ja wieder um Bewusstsein, dass das Fleisch einfach von einem Regional, darum heißt es immer, der Witz, den ein Kabarettist gemacht hat, der hat gesagt, ich esse immer regional und saisonal. Ich weiß nur nicht, wann bei uns die Litschis geerntet werden. Ich habe auch gelesen, eine der größten Rinderherden sind in Dubai. Da dachte ich mir, ja, perfekt, da hat es auch am meisten Wasser. Oder? Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt natürlich, Europa hat die größte Schweinehaltung. Wir sind Europas Schweinezucht-Weltmeister. Und wenn du schaust in den Niederlanden,
was da passiert jetzt, und in Niedersachsen, diese Güllegebiete rund um Vechte sind restlos überdünnt. Jetzt werden richtige Gülletourismus aus dem Niederland, fahren die irgendwo ins Bayerische, weil sie nicht mehr wissen, wohin. Mhm. Also es ist ein Circulus Viciosus, ein Teufelskreis, der da im Moment ist. Aber für alle Leute, Kaltwasser sparen, macht überhaupt nichts. Und jetzt heißt es ja zum Beispiel bei Umkehrosmose, oh nein, nein, Wasser, das ist ja Wasserverschwendung. Jetzt habe ich noch wegen dem Trennen, genau. Ja, genau. Du hast jetzt, sagen wir mal, bei guten Anlagen 1 zu 1,5 Liter Abwasser oder 1 zu 3 in dem Fall. Jetzt habe ich mal ausgerechnet, wenn du eine Person bist, dann hast du einen Jahresmehrverbrauch ungefähr von 2 Kubikmetern. Wie du mehr brauchst. Also 2000 Liter mehr Abwasser machst du Return to Sender. Aber was ich dafür spare und meine Gesundheit antue, das ist geradezu grotesk. Also kann man auch solche Umkehrosmoseanlagen mit dem Geschirrspüler verbinden, damit man kein Regeneriersalz und kein Glanzspüler mehr reintun muss? Und auch über die Waschmaschine theoretisch, dass man eigentlich mit sauberem Osmosewasser die Kleider wäscht? Ja, geht auch. Theoretisch. Mhm. Also wenn es in der Küche ist, wenn es im Badezimmer ist. Je nachdem, wie es situativ ist. Also man kann da wirklich sehr viel machen. Also das ist mal die Grundreinigung. Da kann man sehr viel sparen, nämlich auch. Da hat man eine Anlage, spart sich aber deine ganzen Chemikalien für den Geschirrspüler oder für die Waschmaschine und die Kleider und das Geschirr sieht ganz anders aus. Und die Kaffeemaschine spielt verrückt und sagt, Kalk, also du musst nachgeben, du musst irgendeine Chemie nachgeben und sagt, Kinder, du brauchst nichts mehr nachgeben. Die Fehlermeldung hast du die ganze Zeit. Bitte nachleeren. Genau, und dann siehst du die Waschmaschinenhersteller, die liefern dir schon wieder ganze Kompaktsysteme. Und da ist ja schon wieder ein Riesengeld verdient. Jetzt haben wir deshalb die spannenden Zeiten, weil viele Leute sich alternativ überlegen, zum Beispiel einfach Waschbälle oder einfach andere Reinigungsmittel zu nehmen oder auch gar keine mehr. Und darum wird halt die Werbetrommel. Jemand hat mal gesagt, alles, wofür du Werbung machen musst, musst du immer mit Vorsicht genießen. Und ich sehe es einfach in diesen Werbeaussagen immer um 10 vor 7 oder um 10 vor 8, was da angeboten wird, das haben wir ja doch gesagt, 50% nur, fragen Sie einen Arzt oder Apotheker zu Risiken und Nebenwirkungen. Ja, du, und weißt du, was deine Werbe kostet, deine Werbezeit? Ja, das kann sich nur eine Kategorie am Unternehmer leisten. Und dann siehst du jetzt zum Beispiel so Schlafmittel, dass du schlafen kannst, aber Leute wie Probst und ich sagen ja, liebe Leute, dann geh halt zweimal aufs Töpfchen, weil in der Nacht braucht der Körper Wasser, und zwar reinstes Wasser, weil Wasser jeden Stoffwechsel bestimmt. Jetzt trinken die Leris kein Wasser abends, weil dann muss ich nicht mehr raus, aber dann hast du ja praktisch deinen Stoff. Warum schläfst du? Ja, nur zur Regeneration, damit der Stoffwechsel, der Körper sich wie eine Batterie auflädt, und jetzt machen wir das nicht, sondern nehmen irgendein Schlafmittel und damit nimmst du dem Organismus die Chance, dass er sich regeneriert, dass er sich heilt, und dann gehst halt raus und entgiftest. Und dann sagen die Leute, oh Gottes Willen, du hast ja einen sauren Urin. Ja, wenn er in der Früh nicht sauer ist, wann dann? Du musst ja die Säure rausgeben. Und eins der größten Probleme bei Herzinfarkten ist ja auch noch Dr. Cohen, 100% ist die Übersäuerung im Organismus. Das ist der absolute Schlüssel. Und nur mit sauberem, reinstem Wasser kann ich auch was gegen die Übersäuerung machen. Das ist, und natürlich mit einem Gemüsesaft, mit einem Smoothie, mit einem Fruchtsaft und mit diesen Dingen. Also das ist der Schlüssel auf alle Fälle. Das ist noch ein Satz, den ich mir aufschreibe. Wasser gegen Übersäuerung ist eine sehr schöne Kernaussage von unserer heutigen Sendung. Er neutralisiert das Ganze. Cool. Und nochmal, Wasser gibt es in keinem Körper, gibt es H2O. Das denken die Leute völlig falsch. Wir haben immer H3O2. Wir haben hexagonales Wasser und nochmal, was wir vorhin schon gesagt haben mit diesen ganzen Knie. Und dann nochmal haben wir ja schon mal gesagt, das Demenzthema. 90% Wasseranteil im Gehirn. Der Demenz, der von uns geht, hat 50%. Und wenn du deinen Garten nicht richtig gießt, damit das Hirn gießt, dann gibt es Spalten. Holz, da ist ein Spalt. Und diese Spalten sind so groß, dass die Synapsen, die Neurotransmitter, nicht mehr sich übertragen können, und Ablagerungen bilden sich auch. Ich sage oft von dem ganzen Hirnschiss, der heutzutage verbreitet wird.
Also ist es wirklich so? Ich glaube, du hast gerade vorhin viele Zuschauerinnen und Zuschauer verwirrt. Deshalb müssen wir die nächste Sendung dem H3O2 widmen, weil wir meistens meinen, wir haben ja also Wasser in unserem Körper. Das ist mein Hobby. Ja, da machen wir eine eigene Sendung. Wart, dieses Pulver verschießen wir noch nicht. Okay. Das wird erst in 2 Wochen veröffentlicht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, tatsächlich, wir lernen nur immer H2O, H2O, H2O. Ah, ja. Aber wieso trinken wir nicht H3O2, wenn wir schon im Körper H3O2 haben? Es hat noch nie einer H2O gesehen im Körper. Nirgendwo. Eieieiei, super, super. So, noch etwas. Wenn der Zuschauer zu Hause sagt, ich bin sensibel über dieses Thema, ich möchte mich schlauer machen, ich möchte gern wissen, was ich zu Hause trinke oder was ich mein gekauftes Mineralwasser eigentlich darstellt. Ich möchte einfach wissen, was tue ich mir an oder wie ist das Wasser, was ich habe. Was kann er jetzt tun? Also er soll zu Mr. Water auf die Homepage gehen. Ja. Das ist wie bei dem Film Casablanca mit Humphrey Bogart. Der Beginn einer langen Freundschaft wird das. Also, ja, nee, die Leute, sie kriegen dieses Messgerät für 5 Euro Fieberthermometer fürs Wasser. Mhm. Dann machen sie eine kostenlose Wasserprobe und dann kommt, Herr Meider, Sie haben mir einen Sechser gegeben mit der Schulnote, nur 2 sind falsch. Dann sage ich, aber mein Freund, Nitrat und Leitfähigkeit, 6 Sätzen geht nicht, ausgeschlossen. Mhm. Und dann geht die Diskussion los. Mhm. Und darum sage ich, Freunde für ein Leben, weil man dann einfach diskutiert und sagt, okay, könnte was sein. Und dann beginnen wir zu diskutieren, zu reden, 1-mal, 3-mal, 5-mal, 10-mal. Und die meisten kommen dann oft aus Empfehlungen, weil sie sagen, ja, der Herr Huber, der hat sich hinterfragt, der kennt sich aus, dem sein Wort sei etwas. Und das ist eigentlich unser Erfolgsprinzip. Einfach auf Mr. Water geben, einmal Proben anfordern und nachfragen und kritisch sein. Was bringt's mir und warum mit dir? Die 2 Fragen. Was bringt mir das mit dem guten Wasser? Ich glaube, da haben wir heute schon viel drüber gesprochen. Und warum soll ich es mit dir machen? Gibt doch viel billigere oder gibt ja doppelt so teure. Was ist der Unterschied? Ja, ja. So wie beim Auto auch. Klar. Ja, ich sage immer wieder, jeder Filter ist besser als kein Filter. Genau, darum habe ich noch nie jemand angeklagt. Noch nie. Auch wenn er es doppelt und dreifach verlangt. Mhm. Wenn er sauber filtert, wenn du dich wohl nicht auskennst und kaufst das erst Beste und teuer ist gut. Hat alles seine Gründe, warum es günstiger ist, oder? Ja, und auch wenn es teurer ist, wenn ich mich nicht auch seine Gründe. Gebe, dann zahle ich dafür, wenn ich mich nicht auskenne, habe 100.000 Euro, will ein Auto kaufen, habe keine Ahnung vom Auto, dann kaufe ich mir kein Skoda, sondern A4. Aber in meinen Augen, ich weiß, A4 und Skoda dürfte dasselbe sein, dasselbe Haus. Ander kostet einen Zehner mehr, aber du fühlst dich besser. Der Geist halt auch. Schönes Abschluss. Plädoyer, genau. Ganz herzlichen Dank, lieber Erich. Danke. Immer wieder spannend. Ja. Wir fangen irgendwo an und enden irgendwo, gell? Bis einfach, weil es ein sehr wichtiges Thema ist und es unendlich viele Gesprächsthemen gibt über das Thema Wasser. Aber wir kommen schon zu einem Punkt. Du wirst es sehen, es wird ein Close geben. Also eigentlich wollte ich auf die Folie eingehen, haben wir wieder nur einen kleinen Abschnitt darüber gemacht, aber wir gehen da auch noch in die Tiefe. Wir haben noch Zeit. So, für heute haben wir Zeit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, wir konnten Ihnen heute Perspektiven aufzeigen, ein bisschen anregen, sich zu hinterfragen, wie Ihr Wasser zu Hause ist, ob das Wasser ist, wo wir trinken, wirklich den besten Ansprüchen und höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Können wir alles glauben, was uns gesagt wird, oder sollten wir es einfach mal selber testen? Das heißt ja immer, testen, 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 liebe Zuschauer. Machen wir es doch mit etwas, was extrem wichtig ist. Danke ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.